Ja, willkommen zu einem weiteren TechView-Vlog und diesmal soll es um Festplatten gehen, um so eine Festplatte. Naja, nicht ganz. Eigentlich geht es darum, dass ich so eine Festplatte zum Beispiel als RAID-Verbund in diesem Rechner hier drin habe, auf dem gerade die Kamera draufsteht. Und ich hatte zwei davon, 750 GB Serverplatten. Und wollte jetzt irgendwie meinen Rechner ein bisschen was beschleunigen. Und was kann man natürlich da machen? Festplatte durch SSD austauschen ist ganz einfach. Aber ich wollte meinen RAID-Verbund nicht verlieren. Also so ein bisschen was an Datensicherheit im RAID 1-System hatte ich ja zumindest. Und wollte vor allen Dingen natürlich am System weiterarbeiten, während ich einfach die SSD reingeschoben habe und dann quasi ja, am System weiterarbeiten können, ohne dass ich da großartig was umstellen muss. Und ja, dafür gibt es eben eine Möglichkeit unter Linux, das auch wunderbar mit einem Software RAID zu machen. Wenn man ein Software RAID hat, einfach eine SSD einbauen und dann ganz einfach auch diese SSD zum RAID-Verbund hinzufügen. Nur wie kriege ich das jetzt so gemeistert, dass das Ganze dann auch eben von der Festplatte hauptsächlich liest, weil das halt eben, oder nicht von der Festplatte hauptsächlich liest, sondern von der SSD hauptsächlich liest, natürlich nicht von der Festplatte, weil die Festplatte natürlich viel, viel langsamer ist. Und ja, das möchte ich euch mal kurz zeigen. Dafür habe ich mir ein bisschen was vorbereitet. Starten wir mal hier die Screen Recording Session, damit ihr auch was auf meinem Bildschirm hier sehen könnt. Und Audio machen wir mal weg hier und machen dann das Ganze über das Audio hier. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut. Ansonsten werde ich das versuchen, in der Post-Production noch ein bisschen was besser zu machen mit dem Audio. So, nehmen wir mal Ganze hier auf. Ihr seht jetzt das Display, mein System hier selber. Nun, was ich gemacht habe, ist ganz einfach. Wenn wir mal das Terminal aufmachen, werden wir das auch sehen. Ich habe hier, das ist die Konfiguration jetzt für mein MD1, was ich erstellt habe. Und da sehen wir dann jetzt in dem Fall, was ich gemacht habe, ist ein RAID 1 System, ganz klar. Zwei Festplatten also, die zu einem Verbund zusammengestellt worden sind und beide spiegeln halt jeweils die Dateien. Das soll halt eben für Redundanz sorgen, soll halt dafür sorgen, dass ein bisschen was an Ausfallsicherheit da ist. Nun, was ich gemacht habe, ist eben, ihr seht, RAID Devices sind zwei drinnen und Total Devices sind drei drin. Das heißt, ich habe einfach zu meinem Zweier RAID Devices, zu meinen zwei Festplatten, einfach die SSD hinzugefügt. Und was wir jetzt hier sehen in der Nummerierung und unten in der Auflistung, sind im Grunde genommen dann die Platten, die ich jetzt drin habe. Die SDD2 ist jetzt meine SSD. Und ihr seht, die ist auf Active Sync gestellt. Und dann gibt es noch eine zweite, das ist jetzt eine der Festplatten, die ist auf Active Sync, aber Write Mostly gestellt. Denn das ist diese magische Option, die es einem ermöglicht, zu sagen, okay, ich möchte im Grunde genommen diese zweite Festplatte nicht zum Lesen primär verwenden, sondern primär einfach nur zum Schreiben verwenden. Aber das ist nicht die primäre RAID SSD, die benutzt werden soll, sondern das ist dann die hier oben. Und weil das eben die Platte ist, viel, viel langsamer ist, habe ich das eben so eingestellt. Das hat sehr coole Vorteile, weil es wird eben primär von der SSD gelesen. Das heißt, ich kriege den Speed einer SSD beim Hochfahren, beim Öffnen von Programmen und so weiter und so fort, habe ich einfach diesen Speed einer SSD, den Vorteil einer SSD, gleichzeitig mit der Ausfallsicherheit eines RAID-Systems, wo ich halt eben meine Festplatte hier habe. Dann seht ihr jetzt noch eine Spare-Festplatte hier, das ist die verwendet wurde, die vorher im RAID 1 System einfach auch schon eingebunden war, und die ist jetzt hier als Spare drin, das heißt, sie ist im Grunde genommen als, wenn hier eine ausfallen sollte, wird die dazu geschaltet und sinkt sich dann mit der anderen, so dass ich halt eben keinen Datenverlust habe, also noch ein bisschen was mehr an Sicherheit, was hier sorgen kann, so dass auch ich nicht irgendwie eine neue Platte einstecken muss, wenn zum Beispiel eine der beiden hier ausfallen sollte. Das also so als kleines Backup, wenn was schief gehen sollte mit einer der zwei Platten, dann habe ich hier noch einen Spare. Was ich gemacht habe, ist, wenn ich das Ganze natürlich hinzufüge zum RAID-Verbund, zunächst einmal waren die natürlich beide Active Sync, die beiden SDA2 und SDC2. Und was ich gemacht habe, ist, als ich die SSD hinzugefügt habe, dann war sie natürlich hier als Spare gelistet, nicht als White Mostly, aber als Spare gelistet. Und was ich gemacht habe, ist einfach diese Platte hier rausgeworfen und gesagt, die ist fehlerhaft, und dann aus dem RAID-Verbund entfernt und dann später einfach mal wieder hinzugefügt.
Was dann passiert ist, ist natürlich, sie hat die Spare-Platte genommen, das ist jetzt in dem Fall die SSD, und hat die dann hier eingefügt und hat dann automatisch mit dem Sinken angefangen von meiner SDR2-Platte, hat er halt eben auf die SSD gesinkt. Das hat halt den riesengroßen Vorteil, dass ich weiter mit meinem System arbeiten konnte. Ein bisschen was langsamer war es schon, aber ich konnte weiterhin mit meinem System arbeiten und habe dann eben die Möglichkeit gehabt, weiter im System zu arbeiten, hat im Hintergrund einfach die Daten auf die SSD geschrieben, also ein normales Rate-Syncing durchgeführt, ein Mirroring durchgeführt. Ja, das sind so die Sachen, die man machen kann. Was ich euch zeigen möchte, ist der Befehl write-mostly, da sehen wir es nochmal, was ich gemacht habe, um zum Beispiel die SDC2 dann als write-mostly wieder hinzuzufügen, war dieser hier. Das gleiche habe ich auch mit der SDR2 gemacht, das heißt, man muss sie vorher einfach mal rauswerfen, die Platte, das geht ja einfach als Fail machen und dann rauswerfen und dann wieder hinzufügen, und dann landet sie hier wieder mit dem write-mostly-Kommando drin, und dann wurde von der SSD dann in dem Fall auf die Festplatte nochmal wieder gesynkt und dann wurde nochmal gemirrored und geschaut, ob die Daten alle noch da sind. Also das ist auch möglich, so wird das gemacht. Ist eine sehr einfache Geschichte, wie ich finde, wie man eben eine SSD zu einem RAID 1 System einfach hinzufügen kann und dadurch eben durch dieses Write Mostly dann auch die Vorteile nutzen kann einer SSD, was die Geschwindigkeit angeht beim Lesen und beim Schreiben, allerdings weiterhin die Ausfallsicherheit hat und eben das RAID System quasi dadurch erweitert hat. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, und ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen gut erklärt für euch, und das war es dann eigentlich auch schon für diesen kleinen TechView Vlog. Ich sehe, das ist jetzt hier Software RAID natürlich, beim Hardware RAID wird ein bisschen was schwieriger, aber ich würde euch trotzdem immer empfehlen, so ein Software RAID zu benutzen, in dem Fall. Die Dateisysteme, auf denen das jetzt hier gemacht wurde, für die Leute, die das interessiert, sind jetzt X4-Dateisysteme. Ich weiß nicht, ob irgendwie das mit ButterFS noch einfacher gewesen wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob ButterFS überhaupt eine Funktion hat, um zu sagen, okay, ich möchte SSD bevorzugen und die anderen, die im RAID verbunden sind, eher ja, nicht so sehr bevorzugen, weil das halt langsamere Geräte sind. Also da müssen wir mal schauen. Das weiß ich noch nicht, ob ButterFS sowas kann. Ich weiß, es gibt B-Cache, das hat es extra für angelegt, RAID-Systeme zu machen. Also da hat man eben eine SSD und eine Festplatte, und dann gibt es halt, das wird aber auch jetzt umgeschrieben, ist glaube ich aus dem Kernel wieder rausgeflogen, ich weiß nicht, wie das da aussieht momentan. Das sind also so die Geschichten, die Optionen, die man durchaus machen kann, wenn man eben eine SSD zu einem aktuellen RAID-System irgendwie hinzufügen möchte. Ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt, und das war es dann auch schon für diesen kleinen TechView Vlog, und ich hoffe, die kleine Aufnahme ist auch gelungen und ich kriege das ordentlich zusammengeschnitten, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen bei dem ganzen RAID-System, ist natürlich, wenn ihr so eine SSD habt, solltet ihr darauf achten, dass die ungefähr die gleiche Größe hat wie eben die Festplatten, wenn ihr jetzt so ein RAID-System hinzufügen wollt. Das heißt, in dem Fall hatte ich 750 Gig Platten und dann habe ich eine 750 Gig SSD dazu geholt. Die hatten bis aufs Byte genau sogar die gleiche Größe, was interessant war, so dass das ohne Probleme dann funktioniert hat. Also darauf solltet ihr achten. Natürlich, wenn ihr eine größere SSD habt, sollte das auch nicht schaden. Aber wenn ihr das Problem habt, dass ihr eine große Festplatte habt, ein großes RAID-Verbund habt und dann eine kleinere SSD hinzufügen wollt, das könnte problematisch werden. Das wird unter Umständen gar nicht funktionieren. Deshalb darauf achten, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Und jetzt ist wirklich auch Schluss mit diesem kleinen Vlog.